Dirne ist schon da. Während die Schulband der HTL Salzburg für die Spatenstichfeier einen Swing spielt, sind die Umbauarbeiten bereits im vollen Gange. Bis Herbst 2012 wird der 19 Millionen Euro Umbau umgesetzt. Ein Projekt, um das lange gerungen wurde. Schon vor meiner Zeit als Landeshauptfrau war ja die Diskussion, sollte man nicht woanders eine HTL bauen, im Flachgau oder so, dann war das beendet und es wurde entschieden, an dem Standort hier zu erweitern. Dann gab es statische Probleme, dann hat man aufgrund der finanziellen Lage in zwei Teile unterteilt und gesagt, machen wir jetzt einmal 15 Klassen dazu. Jeder hat gewusst, das ist zu wenig. Und so haben wir jetzt jahrelang heftig interveniert. Ja, weil es hier natürlich immer auch ums Geld geht. Es müssen Mietverträge ausverhandelt werden. Mietverträge beinhalten natürlich auch die Höhe der Mietzahlungen, die ich aus meinem Budget begleichen muss. Und daher sind das immer sehr, sehr harte Verhandlungen. Aber es ist geglückt und wir stehen heute alle auch ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht hier. Für 1200 Schüler war das Haus 1985 gebaut worden. Mittlerweile gibt es allerdings knapp 2000 HTL-Schüler in Salzburg. Aber auch infrastrukturell gibt es in der Schule großen Nachholbedarf. Wir haben infrastrukturell sehr viel umbauen müssen. Wir haben aus Werkstätten Klassenräume gemacht, damit wir den Jugendlichen von Salzburg überhaupt die Chance geben konnten, einen Ausbildungsplatz bei uns zu erhalten und den Firmen im Bereich überhaupt Mitarbeiter zu gewährleisten. Die neue HTL wird auch bautechnisch auf dem neuesten Stand sein. Die Fahrradabstellflächen bekommen Solartankstellen. Das Energiekonzept beinhaltet eine Photovoltaikanlage und einen Wärmetauscher bei der Klassenlüftung. Bis diese Dinge zum Einsatz kommen, müssen einige Schulklassen allerdings noch in Container übersiedeln. Wir haben einen Container mit 4 Klassen, aber es wird doch so sein, dass 2011 im Herbst die ersten Klassen schon übergeben werden. Das heißt also, da wird sich schon etwas entspannen. Fix fertig wird es allerdings erst 2012 sein.